Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir stehen vor Goldgesicht. Schauen wir gleich mal wieder an. Hier haben wir Gesicht Nemesis, welcher Fiora ist. Und ich denke mal, wir werden hier Fiora nicht bekämpfen. Also es wird auf jeden Fall ein Kampf, den wir wahrscheinlich nicht gewinnen können. Wir würden hier gerne angreifen. Na gut, probieren wir's. Ryan, du kannst Schwertrommel benutzen. Das Problem ist, ich kann halt keine Monado-Techniken benutzen. Dadurch die anderen beiden keinen Damage machen. Ich kann wahrscheinlich nicht auf... Ich kann nicht auf die Ausrüstung zugreifen. Nein, du sollst... Ich kann ihn nicht mal mehr anvisieren. Warte jetzt. Ich bezweifle, dass wir gewinnen können. Aber wir haben es in die nächste Phase geschafft. That boy is at risk. Shulk, don't let him die. Help Shulk. Help them. Who are you? This is the end. Heir to the Monado. Whoever you are, please lend me your strength. I won't let you do this. Fiora! How dare you defy me? Worthless machine! Fiora! Thank you. No matter how much you yearn for revenge, I will not permit you to have your way. Ihr gebt ihren Helfer frei. But how? No, stop! Please, survive. Will you die for them? What is this? Fiora! Not good! Let's get out of here! Er kann sie nicht einfach sterben lassen. Fiora! No!
face. No, that is not possible. It cannot be. Na, das war's jetzt aber noch nicht. Hoffe ich. The fortress has collapsed? What of Melia? And Shulk? The observation was based solely on long-range intelligence. We cannot be any more specific. You don't need to worry about them. Ah, Dixon. But... take it easy. I've got a pretty good idea where they are. If you're gonna attack, you better do it now. Their fortress ain't completely destroyed. Or do we just sit here and wait to die? Shall I perform the divination ritual now? Forgive me, Seer. That will not be necessary. From now on, we will seize our destiny with our own hands. We don't need to see the future. The Mekon forces are on their way. No doubt about it. I like the look in your eye there, lad. Die Augen von Rache. It's time. This is war. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich bei Dixon noch eine fette Wendung einschleicht. Und da weiß ich nicht ganz, ob mir das so gefällt. It's been a long time since I last had this dream. I reached out for a piece of scrap metal. And then I fell into the ground. Ein komischer Traum. Ich bin leider nicht gut genug im Traumdeuten, um zu wissen, was das jetzt genau bedeutet, wenn man einfach im Traum fällt. Was I? No. Was I? Wir sind dreaming? Ganz unten. Schätzungsweise. Fiora! What's that? Ich würde einfach mal schätzen, der Trümmerstrand und so wie das hier aussieht. Ne, da ist McConnors. Das ist auf jeden Fall mal gucken, was ich gegen die ausrichten kann. Nein, die hier bekannt. Also, der hat mich drin anvisiert. Also das Monado kann ich immer noch nicht benutzen anscheinend. Also die Klinge ist zumindest aktiv. Okay. Finger von Monado ist aktiv, aber das Schwert mit seinen Fähigkeiten selber nicht.
Gehen wir mal zu Fiora. Das hier können wir wahrscheinlich nicht machen. Fiora. Fiora. She's still breathing. Er scheint fest eingebaut zu sein in ihren Körper. Wake up. Come on. Wake up. She needs water. Erkunde den Strand und bringe Fiora etwas Trinkwasser. Aha. Also fängt das Spiel jetzt, sag ich mal, erneut an. Wir wachen auf, haben ein paar kleine Missionen. Er hat's geschafft, wenn auch nicht ganz so, wie er es sich vielleicht gehofft hat. Fiora, you're awake. Do you remember? My name is I can't believe it. My first kiss. You do remember me, Fiora. Of course I do, Shulk. Jetzt fällt nicht gleich übereinander, ja. Guck erstmal, dass sie hier am Leben bleibt. Aber es ist schön, dass sie sich wieder vereinen konnten. So lang ist es her. I never forgot you or the others. Then why? Because I wasn't me anymore. I wanted to call out, but I couldn't. What do you mean? When it happened. When Colony 9 was attacked by the Mekon. Wo sie erstochen wurde. Von Mumkar. I thought I had died. I felt the Mekon's claw rip through me. I couldn't remember anything. There was no sound, no light, no pain. When I came round, I had the body of a machine. And it felt like there was someone inside me. Ah. Wahrscheinlich Bild someone Gesicht. Else. The one who was controlling the Mekon you were in. Ja, Bildgesicht wahrscheinlich. Yes, that voice. But I could still see and hear. I was there all the time. Except, I had no control over my body and I couldn't talk. Ich würde einfach mal schätzen, dass Menschen in diesen Mekon-Kampfanzügen nur wie eine Batterie fungieren.
die sie mit Äther versorgen, bis halt die Schwertfestung, die dem Bayonus die Energie entzieht, irgendwann genug Energie hat, um alle Mekon autark zu versorgen. Und bis dahin sind Menschen bloß wie Batterien. That's why it seemed like you didn't recognize us. Yes. Inside my heart, I was crying out desperately. But you didn't hear me. Nobody did. We always believed it was you. It's okay. You don't have to say that. I know it would have confused me. But the person inside you, do you know who it was? No. I heard her voice when she spoke, but I didn't know what she was thinking. There was something she urgently needed to do. I understood that much. What do you think happened to her? Maybe she's sleeping. Or maybe she's trapped like I was. I hope she stays trapped. Hijacking your body, treating it like it's her own. I guess. I say good riddance. And let that be the end of it. Ah, Schick ist sehr schnell mit solchen Schlüssen. Schulk? I don't think she's totally to blame. Ah, wenigstens jemand, der ein bisschen nachdenkt. Why not? She needed my body for something. I don't know what it was. I just know it was important. I want to help. Okay, man kann jetzt auch nicht einfach sagen, Fiora hat recht und das ist gut gewesen. Beide Ansichten sind irgendwo richtig, man muss halt diesen Mittelweg finden. Ja, sie hat Fioras Körper geklaut, also sag mal geklaut, halt übernommen. Was an sich nicht richtig ist, aber wenn sie was Gutes tun wollte, ist halt jetzt typisch der Zweck heiligt die Mittel. Was ist es jetzt, was gut ist und was schlecht ist? Und war es wirklich gut, war es wirklich schlecht? Ist immer eine schwierige Frage. Deswegen, das liegt halt immer im Auge des Betrachters, wenn es um Moralfragen geht. Why would you? I knew she was using my body. But I didn't hate her for it. She was kind. She was taking care of my body. I could feel it. Really? Diese Person hat ihr ja auch eventuell das Leben gerettet. Yeah. And she did everything she could to protect you. Ah. Auch interessant. So, back when we were fighting... Against Egil, she knew what I wanted to do, and did it for me. So, I want to help her if I can. Please, Shulk. All right. Then we'll do everything we can to find out what she was trying to do. Thank you. Welcome back, Fiora. I'm glad to be here. Und das ist halt das, was ich gerade meinte. Schulk dachte, wer auch immer da Fiora eingesperrt hatte, ist böse. Dabei hat sie Fiora geholfen, Schulk zu retten, was ja wieder was Gutes ist. Schwierige Moralfrage. We have to find the others. I know they're alive. I can feel it. Everyone's gonna be surprised when they see you. Everyone being? Ryan, Dunban, and there are a few others we met along the way. Charla, Ricky, and Melia. I just know you're gonna like them. It looks like you've been through a lot as well. Ja, wir haben einmal komplett Bayonis erklommen. Yeah. But nothing's gonna separate us now.
Na also. Freunde wenden. Ausrüstung. Was hat sie denn dabei? Mekon-Schwert. Also sie kann schon mal Schaden machen. Ah, nicht schlecht. Klappen sich so auf. Nemesis-Drohnen. Ah, da sind diese Flügel hinten. Hat die Fähigkeit Drohnenkanone. Steht halt direkt unter Gewicht Drohnenkanone 1. Und dann halt Äther. Ja, nochmal Maximalangriff rein. Und Minimalangriff. Einfach damit die Waffe ausgestattet ist. Ich habe immer noch das Monado 2. Aber jetzt will ich noch mal kurz gucken. Okay, das hier ist gleich. An die Item-Details. Ja, es ist wirklich nur die Drohnenkanone, was dazu kommt. Na gut. Dann können wir aber noch gucken, das Harmoniegespräch, was hier vorne ist. Da ist es. Können wir das jetzt mit Fiora abhalten? Nein. Na gut. Weil ich weiß, im zweiten Teil hat man dort, wo die Geschichte wirklich beginnt, auch ein Harmoniegespräch, wo man halt relativ schnell, ja, wenn man halt das erste Mal wieder an diesen Ort zurück kann. Dann kann man das halt abhalten. Schauen, was uns hier nun erwarten wird. Weil unsere, sag ich mal, Hauptmission, Fiora zu rächen und dann zu retten, haben wir ja jetzt geschafft. Ah, ich hätte mal wieder an Fähigkeiten reingucken sollen. Ah, sie kann den Äther entziehen. Okay, die Viecher machen der Match. Ich weiß nicht, ob sie einen Zielzwang auslöst. Dann wollen wir mal die Fähigkeiten jetzt genauer anschauen. Techniken. Doppelklinge. Angriffe von hinten fügen großen Schaden zu. Rückentrefferschaden mal 3, was man will. Bei Schulk ist nur mal 2. Fügt umgeworfenen Feinden großen Schaden zu. Auch mal 3. Schlag mit beiden Klingen fügt Ben-Verführer Schaden zu. Angriff, der einen Feind einschläfert.
besprungener Doppelangriff, der einen Feind schwanken lässt. Gekreuzter Angriff, der Feinde ohnmächtig macht. Gleich einen Angriff mit Ätherwelle. Meckern werden ohnmächtig. Ui. Das brauche ich dann, wenn ich statt. Also, wenn ich Schulk, Jura und Schala reinnehme, ist das ja gut, dann kann Schala gleich den Headshot einsetzen. Steigert die Muskelkraft und erhöht den Schaden physischer Techniken. Aura die Schwächungen tilgt und Regeneration gewährt. Feinde ins Visier nimmt und sie herausfordert. Spezielles Kraftbild, das Ätherkraft absorbiert. Hm. Erzeugt ein spezielles Kraftfeld, das Feinde lähmt. Ich übe. Und das hier ist halt Drohnenkanone. Die Drohnen formen eine Kanone und feuern einen Strahl ab. Was ich halt nicht aufwerten kann. Auf jeden Fall, Angriffe von hinten sind wichtig. So, dann hätte ich gerne noch den Computervirus aufgewertet. Den muss ich dann noch einnehmen. So, das ist drin. Kreuzschlag ist drin. Stärkung und Schwächung. Ja, ich glaube, so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Dann hätte ich gerne noch. Genau. Das war. Aura die Schwächungen tilgt und Regeneration gewährt. Das ist ganz gut, weil damit heilen wir uns ein bisschen. Und Flächenschaden ist eh immer gut. Weil das der Feinde lähmt. Und dann haben wir immer noch ein paar Pünktchen übrig. So, haben wir damit alle, die ausgerüstet sind, aufgewertet? Nein, Alter, überhaupt noch nicht. So. Bei Schuld will ich da noch irgendwas aufwerten. Das hier. Bei den Monado-Techniken, da bräuchte ich halt jetzt 13.000 Punkte für. Das ist schon heftig. Das heißt, ich werde Schuld mal. Was hier drin? Da Talent-EP mit reingeben, dass wir den Schmetterschlag voll aufrüsten können. Aber so wie es aussieht, ist die Folge schon wieder vorbei. Das bedeutet, dass ich mich fürs Zuschauen bedanke. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Es hat auf jeden Fall eine interessante Wendung genommen. Wir haben Fiora gerettet. Den jetzt vor der nächsten Herausforderung. Ich denke mal, die nächsten Schritte werden grob so sein, die Freunde finden. Das Monado reaktivieren.
Weil aktuell können wir es nur normal benutzen, also die Ätherklinge ist vorhanden, aber die Fähigkeiten nicht. Auf die habe ich keinen Zugriff. Also weder Verzauberung noch den Schmetterschlag, das geht alles nicht. Dass wir das wieder reaktivieren können, weil nur so können wir der Gruppe mit der Verzauberung den Schaden gegen Mekon ermöglichen. Und dann wird es wahrscheinlich sein, der Stimme in Fioras Kopf, sag ich mal, helfen und Goldgesicht in die Knie zwingen. Vielleicht nicht gleich besiegen, also nicht sein Leben beenden, aber ihn zumindest so weit besiegen, dass er seine aktuell ja bösen Machenschaften und anscheinend von Rache getriebenen Angriffe unterbindet. Aber weiter geht's erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.